Willkommen und was geht? Ja, meine Freunde, Real Life sei Dank. Wir haben die letzte Mission so gut sauber angefangen, hat leider nicht geschafft und sowas. Ja, unser Charakter, habe ich jetzt festgestellt, wurde einfach auf dem Planeten zurückgelassen. Ja, wir können uns jetzt hier komplett neu aufbauen. Also ich lese euch mal kurz vor. Alphadex wurde zurückgelassen und ist permanent verloren. Lösche diesen Charakter und erstelle einen neuen. Also, wir fangen jetzt höchstwahrscheinlich wieder bei Level 1 an und so. Ist schon traurig, ist bitter. Aber ja, ich konnte nichts dagegen machen. Real Life, ja, brauche ich jetzt keine großen Erklärungen zu liefern. Ist halt jetzt mal so. Wir löschen den Charakter. So, da muss ich sogar noch löschen eingeben oder was? Jo, sieht so aus. Okay, wir nehmen einen neuen Charakter. Einen ganz neuen. Mal gucken. Ja, hier, wir müssen jetzt hier nicht groß irgendwie was ändern und sowas. Und damit meine Community glücklich ist, die Leute, die die Streams verfolgen und sowas, denen gebe ich jetzt einfach ein kleines Schmankerl. Wir nennen uns einfach mal Alfie. Jo, da werden sich einige freuen. So, dann starten wir hier. Neues Schiffgebiet. Wir haben aber noch die alten Missionen zum Glück am Start. Hier ist die 6-Stunden-Mission. Die können wir sogar wieder anfangen. Krass. Wir nehmen diesmal eine andere. Allgemeiner Zugang zu Regionen, die von der genehmigt wurden. Ja, nehmen wir einfach mal die hier. Haben wir ein bisschen mehr Zeit. Haben wir 30 Tage am Start. So, Ziele, erkunde Icarus. Machen wir das auch. Ausrüstung bestätigen, jo. Nur Freunde. So, wir gehen rein. Ist halt jetzt scheiße, wenn wir wirklich auf Level 1 starten und sowas. Aber ist halt so, das ist halt Ding des Spiels. Und ich würde sagen, hier die Ladebalken, die überspringen wir jetzt gekonnt. So, und ab geht's. Wahrscheinlich landen wir hier wieder irgendwo in dem Bereich, wo wir schon etliche Male waren. Bin gespannt. Können wir das Inventar herstellen? Nee, wir sind halt wirklich hier ganz am Anfang. Wir haben so ein paar Basics freigeschaltet. Aber ansonsten alles bei Null. Und ja, wieder hier unser Lieblingsbereich. So, okay, dann legen wir hier ganz schnell los. Wir wissen, was zu tun ist. Wie in der letzten Folge. Nur wird es nicht so enden wie in der letzten Folge. Hoffe ich zumindest. Aber wir haben mehr als genug Zeit. Also ich denke mal 30 Tage, das heißt ein Monat, ist schaffbar. Irgendwie. Da könnten wir uns jetzt hier sogar ein eigenes... eine eigene Festung noch aufbauen. Allerdings wäre es halt tragisch, weil die höchstwahrscheinlich dann irgendwann einstürzt. Vom Wetterverhältnis und so. So. Aber wie gesagt, wir wissen, was zu tun ist. Es ist jetzt deutlich einfacher als noch zu Beginn. So, wir nehmen hier auch direkt ein bisschen was an Verpflegung mit. Hier Stein, Oxid und so Zeug. Auch ganz wichtig, hier Stöckchen, nicht nur die ganzen Fasern. So, zack, 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 zack. Also unsere Aufgabe ist erkunde Icarus. Eigentlich haben wir das ja schon gemacht. So. Aber wir gehen hier mal in die Herstellung. So, einmal Spitzhacke, einmal das hier. Und hier, ja genau, Holzhaufen und Steinhaufen. Ist zwar jetzt nichts, was wir unbedingt brauchen für den Anfang. Wir müssen erstmal hier generell gucken, dass wir uns irgendwie so halbwegs aufbauen. Wir können halt auch kein Gebäude oder so oder sowas bauen. Das ist halt auch mies. So, jetzt geht's. Also ich denke mal, es geht jetzt hauptsächlich erstmal nur ums Leveln. Beziehungsweise wir gucken uns mal die Mission an. Talente, Technikbaum, Inventar, da steht halt auch nichts. Hier Widerstand übertragen. Also es ist halt wirklich original die gleiche Mission, die wir schon mal hatten. So wie ich das jetzt, also wenn ich das jetzt richtig sehe. Es fängt halt alles bei Null an. Das ist halt so
die bittere Pille, die wir jetzt schlucken müssen. Deswegen, also wir werden jetzt hier... Ja, ich weiß noch nicht, wie ich es mache. Also mein Plan ist eigentlich, dass ich hier dann offscreen nochmal ein bisschen weiterspiele. Nach dieser Folge. Um einfach die Level wieder zu bekommen. So, wir haben Stufe 1 erreicht. Sehr gut. Ja, dass wir halt jetzt hier nicht nochmal dieses komplette Verfahren nochmal hier alles zusammen erleben müssen. Ist ja halt auch für euch etwas langweilig, wenn ihr da jetzt nochmal die ersten 10 Folgen nur in neu seht. Denke ich mal. Wir können natürlich auch das hier jetzt ganz normal weiterspielen. Je nachdem, wie ihr da Bock drauf habt. Liegt weitestgehend am Zuschauer. Da hinten sind verdammte... Da ist auch ein Wolf. Okay, das ist halt mies. Jetzt gleich hier zu Anfang. Ich habe nichts zur Verteidigung. Und schon sind die Wölfe hier am Start. Wir können doch bestimmt schon irgendwas freischalten, was sinnvoll ist. Zumindest ja hier den Speer. Bogen und Steinpfeile. Sehr gut. Können wir uns in dem Punkt schon mal verteidigen. So, erstmal hier Bogen, dann einmal Speer und dann 14 Pfeile. Ist nicht viel, aber immerhin können wir auch hier Technikbaum. Steinmesser. Nee, ist noch nicht freigeschaltet. Also bringt es noch nicht mal was jetzt hier, die Wölfe anzugreifen. Können wir bei der Farm gehen? Wir wissen ja, wo wir sie jetzt finden. Bevor wir sie jetzt nicht ausweiden können, macht es für mich halt keinen Sinn, jetzt da die Wölfe anzugreifen. So, aber sie stromern irgendwo da oben rum. Level 2 dürften wir eigentlich auch schnell erreichen, schätze ich mal. Hoffe ich. Dann gehen wir aktiv auf Tierjagd, würde ich sagen. So, nice. Was könnten wir denn jetzt noch an Pfeilen bauen? 4. Was fehlt denn? Stöckchen. Stöckchen. Ja, dann holen wir uns die nochmal schnell. Hier ein paar Karotten. Möhrchen. Die nehmen wir auch mit. Halt jetzt original wieder alles wichtig. Egal was, wir brauchen alles. So, her damit. Hier Stein, machen wir auch platt. Ich muss aber sagen, es dauert echt verdammt lang, bis man hier ein Level bekommt. Gerade wenn man jetzt hier nur am Farmen erstmal ist. Ist mir vorher nie so aufgefallen, aber gut, wir waren halt auch schon ein paar Steps weiter und so, da ist das, die Wahrnehmung anders da. Ja, und jetzt müssen wir halt das wieder komplett neu aufbauen und hoffen drauf, dass halt hier ganz, ganz schnell die Level zusammenkommen. So, du bist nur ein Hase, ein Glück. So, machen wir, oder was mit den Talenten hier, das wäre vielleicht schon mal Inventargewichtskapazität. Hier Kampf, erhöht, höhere Bewegungsgeschwindigkeit behalten vom Bogen. Erhöht Pfeilschaden, ja den brauchen wir, den Pfeilschaden hier unten. Jetzt haben wir natürlich keine Punkte. Ja, vielleicht gerade jetzt am Anfang... Vielleicht cleverer gewesen, was anderes zu leveln. Vielleicht sogar ein Bett. Ein Bett wäre halt echt nicht schlecht gewesen. So, ich glaube, Stein haben wir jetzt erstmal genug. Wir kümmern uns jetzt hier um Holz. Hauptsächlich. Ein Stück weg von den Wölfen, dass die uns jetzt hier nicht angreifen. Hier, Oxid nehmen wir auch mit. Perfekt. Her damit. Sehr gut. Nichts Böses in der Nähe. Zumindest aktuell. Ich hoffe, es bleibt dabei, Leute. Drückt mir die Daumen. Wir haben halt trotzdem immer noch so ein gewisses
ja, so eine gewisse Anforderung, uns hier zu beeilen, denn wenn es Nacht wird, haben wir wieder die Arschkarte und müssen die komplette Nacht abwarten, was sehr gefährlich ist und was halt auch sehr nervig ist, denn ihr seht nichts dabei, es macht keinen Sinn, das in der Folge zu zeigen. Und sowas, im Endeffekt haben wir alle nichts davon, wenn wir jetzt hier die Nacht ohne Bett verbringen müssen. Wir sind auch schon wieder fast voll. Unsere Bäume, unsere Äste und was weiß ich, was wir hier alles gerade looten, fliegt kreuz und quer in der Gegend rum. So, okay. Jetzt sind wir überladen. Das ist nicht geil. Wir machen uns aber jetzt jede Menge Pfeile. 100! Super! Okay, dann reparieren wir auch gleich unsere Ausrüstung. Und da wir ja jetzt hier beim Wolfkillen wahrscheinlich eh Level abbekommen, direkt, gehen wir zu den Wölfen, versuchen die platt zu machen. Wenn wir sie noch mal finden. Diese sind ja eigentlich hier oben rumgelaufen. Die dürften ja nicht allzu weit jetzt gekommen sein. Oder die sind gerade so sneaky unterwegs, dass die uns hier einkesseln und wir keine Chance gleich mehr haben gegen die, weil die von allen Seiten kommen. Kann natürlich auch sein. So, da oben ist doch was. Treffen wir halt nicht von hier. Jetzt fängt das wieder genauso an, dass ich mein Zeug hier wegwerf. Hochgestuft, nice. Oder waren gleich. Ah ne, eine Gemse und ein Wolf. Was? Wir haben irgendeine Verbindung zum Server verloren. Das ist natürlich auch geil. Was bedeutet das für uns? Ihr habt es gesehen, oder? Ich denke mal schon. So, okay. Technikbaum. Hier, Steinmesser. Lagerfeuer, Schlafsack. Perfekt, haben wir das schon mal am Start. Da oben läuft noch was. Keine Ahnung, was es ist. Hierfür brauchen wir noch mehr Stein. Nehmen wir gerade hier vom Boden mit. So. Einmal Steinmesser. Oh, gib mir bitte irgendwas Gutes. Wir müssen halt noch ein paar töten. Wow, 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 wow. Der ist zum Glück nur Level 1. Kann es halt trotzdem übelst auf den Sack gehen, wenn... Wow, wow, wow. Shit. Mistkerl. Das war halt Level 26er. So, jetzt müssen wir abwarten. Ja, die gleiche Scheiße, die wir die ganze Zeit hatten. Da ist noch einer. Jetzt kommen sie. Wie ich eben prophezeit habe, die lauern irgendwo und dann fallen sie uns hier in den Rücken. So, ja genau. Zieht mal weiter, ihr Penner. So, bin mal gespannt, wo wir jetzt hier rauskommen. Ich hoffe nicht allzu weit, aber ja, dieser EMP-Malus, EP-Malus, ja, der tut halt jetzt am Anfang extrem weh. Ihr seht, oben links, ja, wir haben fast den halben Balken voll gehabt. Jetzt ist er wieder quasi unten. Komplett. So, und wir verlieren halt Zeit. Übelst viel Zeit, das ist halt nicht so geil. So. Und ein Wetter-Event. Wo sind wir rausgekommen? Da, also sind wir im Prinzip ganz nah bei den Wölfen immer noch.
Wir spähen mal. So, irgendwo hier muss es sein. Da hinten. Ist ja auch keine Wölfe aktuell. Nee, das ist schon mal gut. So, dann nehmen wir den Wolf hier mit. Ich meine, was wir haben, haben wir. So, das packen wir auch mal ein. So, ich würde halt ganz gerne Rache jetzt an den Wölfen nehmen. So, wo seid ihr? Oh ne, jetzt kommt Gewitterfront noch auf uns zu. So wie es aussieht. Und ich finde halt die Wölfe nicht mehr. Wir werden uns wahrscheinlich irgendwo in den Rücken fallen, sobald wir nicht mehr nach denen suchen und wir dann uns auf andere Sachen konzentrieren. Aber auch andere Tiere haben wir bisher. Also Sachen wie hier, Schrehe und alles, sehe ich momentan gar nicht. Ich überlege ja aktuell, ob wir nicht uns... Oh, da ist was. Ob wir nicht uns... ach, ein Hase. Treffen wir halt nicht von hier. So, also was wollte ich sagen? Ich überlege eigentlich aktuell, ob wir uns nicht vielleicht irgendwie einen Unterschlupf in so einer Höhle, die wir schon mal gefunden haben, direkt suchen. Wo ist dieser Hase? Da. Oh, ich höre irgendwie Kampfmusik. Shit. So, den haben wir. Noch irgendwo einer? Da hinten. So, gut. Müssen wir halt aufpassen. Wenn noch ein Wolf irgendwo auftaucht, haben wir ein dickes Problem. So, aber ich hole mir jetzt erstmal hier dein Stuff. In der Hoffnung, dass wir hier schnell uns ein Bett bauen können. So, super. Rechts für ein Bett, jawohl, Schlafsack. Den machen wir auch direkt. Hierfür brauchen wir noch etwas Stein. Können wir auch gleich mitnehmen. Ich höre doch wieder irgendwas. Ja, okay. Mal gucken, hier Talentbaum.
Erhöht die Reparaturgeschwindigkeit, flinkes Fächer. Nee. Langsamer Haltbarkeitsverlust von Spitzhacken, Strohrabatt. Ja, bringt uns halt auch nichts, wenn wir hier im Technikbaum noch nichts freischalten können. Aber hier Level 5 bräuchten wir für das, damit wir das erste Gebäudeding bauen können. So. Aber Oxid hier ist auch ganz wichtig. Uff, Leute. Ich finde es halt extrem belastend, dass wir hier den Scheiß jetzt alles nochmal neu machen müssen. Ich denke mal, ihr auch. Ihr habt da wahrscheinlich genauso wenig Bock drauf wie ich. Deswegen werden wir einfach nach dieser Folge hier einen großen Zeitsprung machen, denke ich mal. Ich werde gucken, dass ich irgendwie nochmal was gejagt bekomme. Ein paar Level-Ups bekomme und so. Dass wir zumindest so einen kleinen Vorteil später haben. So, ich gehe mal hier runter Richtung Fluss. Und Richtung unserer Landekapsel. Ich hätte halt auch gefeiert, wenn wir woanders da gelandet wären und nicht wieder hier. Na gut, da haben wir wahrscheinlich keinen Einfluss drauf. Da müssen wir mit leben. Einfach das, was das Spiel sagt, das müssen wir machen. Punkt. Okay, wir sind überladen. Dann das hier mal hier rein. So gut, wir sind halt jetzt so steif wie ein Klotz, dadurch, dass wir halt volles Inventar haben. Da hinten ist irgendein Tier. Oh, da ist ein Wolf. Ha! Sehr gut. Das Tier da ist weg. So, aber ich glaube, kein anderer Wolf ist hier in der Nähe. Jetzt müssen wir mal gucken, was könnten wir denn jetzt hier verzichten? Das konsumieren wir mal. Das packen wir hier rein. Hier, Kaffee lassen wir mal fallen, der ist scheißegal. Holzbretter haben wir halt jede Menge. Da unten ist auch ein Tier. Meint ihr, wir treffen das? Wir sind echt gut. Also lag es doch nicht an irgendwelchen Sachen, die wir freigeschaltet haben. Wir sind halt einfach die geborenen Jäger. So, immer schön her damit. Wir reparieren ganz schnell hier unsere Ausrüstung, bevor wir jetzt hier irgendwas wegschmeißen, was wir vielleicht dann doch noch hätten benutzen können. So. Hier die Pfeile packe ich dahin. Gut, hier Holz lassen wir einfach mal fallen, denn ich würde gerne da unten das Tier mitnehmen. Gämse, glaube ich, war das. Jo, ein Gämse-Kadaver, Level 6. Auch jetzt nicht allzu geil, aber immerhin. Wir können mitarbeiten. So, oh, da oben ist noch was. Jetzt kommen die ganzen Tiere. Ist halt schnell unterwegs, das gute Vieh. So, uns wird... Oh, da ist noch was. Jeder Kill bringt uns halt auch weiter mit den Erfahrungspunkten. Ich wollte eigentlich die Folge schon aufhören, aber jetzt, da wir hier Tiere am Start haben... Wäre jetzt schade. Aber gut, der Hirsch oder das Reh, was das war, ist jetzt scheinbar weg. Wir nehmen noch hier den Kadaver mit. Und ja, in dem Sinne, Leute, würde ich sagen, wir verabschieden uns für die Folge. Nicht wundern, für die nächste Folge gibt es hier einen größeren Zeitsprung. Oh. Und
Jo, mit diesem nicht so brillanten Schuss beenden wir diese Folge. Leute, danke, dass ihr zugeschaut habt. Danke, dass ihr mir vielleicht dafür noch ein Like dagelassen habt und sowas. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Dex. Tschüss.